Es war im Winter, viele waren krank, ich nicht. Meine Lymphknoten waren etwas vergrössert am Hals. Ich habe es darauf abgeschoben, dass die am Arbeiten sind, ich darum nicht krank bin. Ich war gerade noch am Abstillen vom grösseren Bub. Und das war für mich eigentlich so ein recht erklärbarer Weg, sodass die etwas grösser sind. Ich bin aber mal in die Massage zu der Kollegin, die mich geschröpft hat. Und dann ist am Abend da mit dem Schlüsselbein bin ich alles angeschoben. Aufgrund von dem bin ich von Notfall. Ich meinte doch, ich soll es zeigen kommen. Und haben sie dann die Lymphknoten auch noch ein bisschen angeschaut. Und so ist das Ganze in eine Rolle gekommen. Und ich bin zuerst zu einem Schilddrüsen-Spezialist, der gemeint hat, Schilddrüse ist alles gut, aber wir müssen es sonst weiter anschauen. Und auf dem Ausweg habe ich das Telefon bekommen, ich kann in die Onkologie übergehen. Ich bin mit meiner Schwester, die mich begleitet hat, dann übergelaufen. Sie sind im Wartezimmer gehöckelt und haben noch den Schaukasten gesehen von Perücken und Käppchen. Und dann ins Zimmer zum Herrn Kaspar gekommen und abgetastet und Fragen gestellt. Dann kam das Thema, dass ich den Alkohol nicht mehr vertragen konnte, einen richtig stechenden Schmerz bekommen, was anscheinend auch typisch kann sein für den Hodgkin. Und 3-4 Tage später bin ich operiert worden. Und dann war schnell klar, was Sache ist. Verbinden hat ein sogenanntes Hodgkin-Lymphom. Das ist eine ganz bestimmte Untergruppe von Lymphdrüsenkrebs, wo man meistens mit Chemotherapie behandelt tut, alleine, manchmal in Kombination mit Strahlentherapie. Und wo das Ziel aber ganz klar immer ist, dass man den Krebs heilen kann. Ich habe die Therapie eigentlich sehr gut angefangen, gerade mit einem 7-stündigen Programm vor mir. Ich habe aber am Nachmittag noch der Vereinskollegin geschrieben, es geht mir gut, ich komme am Abend ins Training. Und plötzlich, als ich dann mal vom Bett aufstehen und auf die Bettkante gehöckelt bin, habe ich gemerkt, es ist doch nicht so gut. Und bin dann rasch bewusstlos geworden und dann auch recht müssen erbrechen darüber haben. Wir haben aber herausgefunden, was das gelegen ist, haben das in den nächsten 1-2 Tagen beheben können. Und ab da ist es mir eigentlich wirklich sehr gut gegangen, habe ich so gut wie keine Nebenwirkungen mehr gehabt. Sie sehen hier auf der rechten Seite an Ihrem Hals die Lymphknoten, die Sie auch gespürt haben, wo man letztlich auch die Gewebsprobe davon haben können. Sie sehen aber auch, wie die Lymphknoten weiter runter in dem Bereich zwischen den beiden Lungen neben dem Herz sich ausgedehnt haben. Ich bin, sofern es möglich war, weiter ins Teamaerobic gegangen, einmal in der Woche. Das hat mir auch sehr viel gebraucht. Für die Psyche konnte ich da noch ein bisschen meine Ablenkung und den Sport noch ein bisschen ausführen, auch wenn es eigentlich nur war, um die Musik anzuschalten und nicht mehr zum aktiv mitmachen. Ich konnte sogar noch 2 Wettkämpfe mitmachen, was ich sehr dankbar war, dass mir das Team ermöglicht hat. Weil sie nicht bis zum Schluss nicht gewusst, mache ich wirklich mit oder nicht, habe ich durch oder nicht. Und mit der Familie, ich hatte dort einen Bub, jetzt mittlerweile 2. Das ist auch nur gegangen mit Familie, Eltern, Schwestern, Freunden, Nachbarn, die da immer eingesprungen sind, wenn etwas war, wenn ich Fieber hatte und dann doch wieder zur Kontrolle gehen musste. Nachsorge von einem Patienten oder einer Patientin mit Lymphdrüsenkrebs richtet sich auch ein bisschen nach der Art. Sehr häufig sind in den ersten 2 Jahren Kontrollen alle 3 Monate, dann in grösseren Abständen. Manchmal braucht es ein Röntgenbild dazu. Immer dazu gehört die körperliche Untersuchung, wo man schaut, hat es vergrößerte Lymphknoten, die neu auftreten sind, wo man nochmal Gewebe muss nehmen. Und dann geht es immer auch darum, und zwar je länger weiter man wegkommt von der Erkrankung, nicht mehr nur zu schauen, kommt die Krankheit zurück, sondern sind allenfalls Komplikationen von der Therapie da. Uns ist ganz wichtig, dass man allenfalls auch Spätfolgen von einer Krebserkrankung so früh erkennen, dass man ihnen sehr gut begegnen und Abhilfe schaffen kann.